Ich habe heute Morgen ein paar Informationen mir downgeloadet auf die Frage, wie ist denn meine Beziehung mit der göttlichen Intelligenz? Also die göttliche Intelligenz in mir und das Göttliche in mir, mein göttliches Ich, mein göttliches Bewusstsein und mein menschliches Bewusstsein, mein körperliches Bewusstsein hier. Darum geht's, diese Beziehung auf ein Top-Level zu bringen, auf eine Top-Beziehung, auf eine absolute hundertprozentige Vertrauensbasis. Und dann habe ich mir hier aufgeschrieben, eben, wie ist meine Beziehung mit der göttlichen Intelligenz, also mit dem Gott in mir, mit dem Christus in mir, mit dem Perfekten in mir, mit dem, was ich wirklich bin eigentlich in mir. Und dann habe ich hier, ich lese es jetzt einfach mal vor. Wenn der logische Verstand etwas weiß, weiß es der Körper noch lange nicht. Der Körper weiß es, wenn der Körper weiß, wer er wirklich ist. Ja, wenn der Körper weiß, wer er wirklich ist. Weil ich weiß ja, dass ich ja eigentlich nicht mein Körper bin. Aber wer ist dann mein Körper? Wer ist der Körper wirklich? Der Körper ist die Verkörperung deines Geistes. Dein Geist ist dein Bewusstsein. Und dein Bewusstsein ist alles. Neville Goddard sagt, your imagination is God. Also deine Vorstellung, und das ist ja dein Bewusstsein, oder? Dessen, was du dir bewusst bist, ist ja das, was du dir vorstellst. Du kannst dir ja nur das vorstellen, was dein Bewusstsein hergibt in dem Moment. Und wenn du dein Bewusstsein erweiterst und vergrößerst, kannst du dir auch viel mehr vorstellen. Und mehr steigst du in diese göttliche, in diese Kreations-, in diese Schöpferidentität ein. Genau, das Gute und das Böse ist in deinem Bewusstsein, in unserem aller Bewusstsein, ist das Gute und das Böse, die Fülle und der Mangel. Also es ist alles da. Alles ist da. Aber du wählst. Du entscheidest. Das, was du für dich wählst, generiert ein Gefühl. Also wenn du eine Wahl triffst, in dem Moment, wo du etwas entscheidest, wo du dich für etwas entscheidest, in dem Moment, wo du etwas auswählst, Klammer auf, du kannst ganz viele Sachen auswählen, aber es ist wichtig, dass die Sachen, die du auswählst, alle zusammenpassen, damit sie das gleiche Gefühl generieren. Nicht Angst und Hoffnung gleichzeitig, ja, sondern dass du ein Gefühl generierst. Das Gefühl ist das Wichtige. Und aus dieser Auswahl, die du triffst, an Dingen, die du glaubst oder für die du dich entscheidest, für die Wünsche, wie du dich entscheidest, und zwar klar und rein, dass du klar und rein das Höchste und das Schönste für dich wählst, denn aus deiner Auswahl an den Dingen, mit denen du dich umgeben willst, die du für dich einfach wählst, generierst du ein Gefühl. Und ein Gefühl generiert ein tiefes Wissen. Also je stärker dieses Gefühl ist, desto stärker kommunizierst du mit deinem Körper und desto stärker wird dieses Wissen in deinem Körper, in deinem Bewusstsein verankert. Dazu ist dein Körper da. Du musst ihn nur richtig nutzen. Du musst ihn dafür nutzen, diese Gefühle zu generieren, die nachher dein Leben kreieren sollen und nicht die dein Leben nicht kreieren sollen. Also wenn das Gefühl Angst ist, kreiert es ein tiefes Wissen von Angst. Klammer auf, Panikattacken. Viele Menschen leiden unter Panikattacken, weil ein ängstlicher Gedanke zieht einen anderen Gedanken derselben ängstlichen Qualität an. Und zwar so lange, bis es sich im Außen manifestiert.
Und ich glaube, das kennen wir alle und ich glaube, wir können alle mit großer Gewissheit sagen, ja. Und das ist ja das Schlimme, was uns immer so beängstigt, dass wenn wir Angst haben oder dass wenn wir Befürchtungen haben, dass wir Schlimmes passiert und das Schlimmes kreiert. Das passiert aber nur dann, wenn wir wirklich diesen Hasenbau, the rabbit hole, runter galoppieren und weiter diese Spiralen für uns kreieren und nicht aussteigen aus diesen ängstlichen Gedanken, zieht anderen ängstlichen Gedanken an. Du kannst ein paar ängstliche Gedanken haben, dann wird es dir schnell bewusst, was du gewählt hast, was du ausgewählt hast. Und dann darfst du dir die Erlaubnis geben, jeden Moment neu zu wählen. Und dann passiert auch nichts Schlimmes. Nur wenn es zum Habitus wird, wenn deine Überzeugungen ängstlich sind, wenn deine Überzeugungen ängstlicher Natur sind, dann bist du dann irgendwann mal dort, wo du eben nicht sein möchtest. Aber auch das ist nicht schlimm, weil dann wählst du einfach wieder neu. Dann erkennst du und dann wählst du neu. Und du musst nichts viel anderes tun, außer diese Erkenntnis zu haben. Und dann geht es eben auch andersherum. Und zwar, wenn du ein Gefühl der Fülle wählst oder wenn du ein Gefühl der Sicherheit wählst, dann kommen Gedanken, die dir erklären, dass du sicher bist. Dann kommen Gedanken, die dir erklären, dass du in Fülle lebst. Und das sind die Gedanken dieser göttlichen Intelligenz. Denn wenn du dir eine komplette Gedankenwelt, eine göttliche Gedankenwelt erschaffen hast, für dich errichtet hast, dann ist es deine Welt. Dann manifestiert sich eben das Göttliche im Außen, das Paradies. Und das ist eben so wichtig, dass du dir klar wirst, was ist deine Gedankenwelt? An was glaubst du wirklich? Was glaubst du, wie das Leben wirklich funktioniert? Und solange du eben diese ausgelieferten, ängstlichen Opfergedanken glaubst für dich, solange das für dich die Welt ist, zu der du in Beziehung stehst und nicht diese göttliche Welt der Erfüllung, die dich trägt und die für dich sorgt, lebst du quasi gespalten, oder? Mal glaubst du, ja, das Göttliche ist da, aber ich sehe es ja noch nicht so, also ist es doch nicht da. Und da geht es eben wirklich darum, immer zu denken, dass es immer da ist. Dass es immer da ist und dass es von dir immer angezapft werden kann, dass es dich immer umgeben kann, dass es immer deine Realität sein darf. Dass du aus diesem Bewusstsein heraus wählen darfst. Deswegen ist es so wichtig, dass du dir diese Klarheit erschaffst und dass du dir die Arbeit machst. Danke, Maria. Hammer Einsicht, Erleuchtung, eine Hilfestellung, Anleitung für die richtige Wahl. Ja, es ist immer wieder wichtig und es ist das, was ich für mich selber auch immer mache. Und deswegen hier ist mein Buch. Ich schreibe es mir nicht immer auf, aber manchmal habe ich den Impuls, dass ich es aufschreibe. Manchmal habe ich den Impuls, dass ich nur ein Video mache. Und heute ist es wirklich einfach so rausgeflossen. Und das ist einfach diese Sachen, die du für dich selber lernen darfst und die du für dich selber praktizieren darfst. Das ist für mich die Kommunikation mit dem Göttlichen in mir, das mir diese Informationen gibt, wenn ich die Fragen stelle. Und die mir dann nochmal eine Schicht mehr Klarheit liefern, nochmal das Ganze noch realistischer machen für mich, ja? Dass diese Welt, diese göttliche Welt, realistischer für mich ist als diese Dramawelt da draußen, die wir kreiert haben, weil wir eben den Bezug zur göttlichen Welt verloren haben. Und wie ich gesagt habe, woher stammt die Gedankenwelt, die du übernommen hast? Lebst du nach der irdischen Intelligenz oder lebst du nach der göttlichen Intelligenz? Und die irdische Intelligenz, die kennst du, die ist da draußen, die wird in der Schule gelehrt, die kriegst du mit. Aber die göttliche Intelligenz, die kennst du auch. Aber in erster Linie kennst du sie aus der Kirche und aus der Religion. Also ist das, was du als göttlich oder göttliche Intelligenz kennst, eben nicht die Wahrheit. Weil die Kirche und die Religion
haben die göttliche Intelligenz nicht gelebt, sondern sie haben sie benutzt. Und woran weißt du das? Weil die Wahrheit über die göttliche Intelligenz ist, dass sie Liebe ist und vor allem, dass sie bedingungslos ist. Dass es für die göttliche Intelligenz gibt es keine Bedingungen. Es gibt deine Wahl. Und die Kirche und die Religion knüpft an alles Bedingungen. Also kann es nicht die wahre göttliche Intelligenz sein, von der dort gesprochen wird. Und du spürst es ganz genau, diese Wahrheit, die resonieren mit dir. Jedes Wort, das ich dir sage, wenn es von der göttlichen Intelligenz ist, dann weißt du, dass es wahr ist. Dann spürst du das, auch wenn dein Verstand sagt, nein, Bullshit, bla bla bla, hab ja anders gelernt, ist ja anders. Und dann kommst du in einen riesengroßen Kuddelmuddel. Und den gilt es eben klar zu kriegen für dich und deine Klarheit und deine Wahrheit zu finden. Und das ist dann wirklich dieser Orientierungsrahmen für dein Leben und für dein Leben aus der göttlichen Fülle heraus, aus der göttlichen Liebe heraus, aus der göttlichen Bedingungslosigkeit heraus. Und ich nehme immer gerne immer wieder, je öfter ich kann, dieses Wort göttlich, weil ich möchte, dass es bereinigt wird und als das gesehen, benutzt, gebraucht, gefühlt, eingesetzt wird, was es wirklich ist. Nämlich eine bedingungslose Liebe, eine bedingungslose Schutz, eine bedingungslose Perfektion des Lebens, der Welt, von allem. Nur unsere Perspektiven sind einfach so verdreht worden. Warum das passiert ist, da kann ich auch 100.000 Videos drüber machen, ist eigentlich aber auch nicht so relevant. Sondern relevant ist, dass du diese Kraft in dir findest und diese Göttlichkeit in dir findest und diese göttliche Wahrheit in dir findest. Und dir mehr und mehr und mehr, jeden Tag ein bisschen mehr erlaubst, danach zu leben und vor allem dich danach zu fühlen. Weil dann kommt deine neue Identität, deine wahre Identität, nicht deine neue, aber deine unbekannte Identität zum Vorschein. Und dieses Gefühl verkörperst du dann. Und dann weiß auch dein Körper, wer du wirklich bist. Und dann wird dein Körper gesund. Und so läuft der Hase. Kuddelmuddel ist echt ein Klops, genau. Und der gehört in die Soße, der Klops. Ganz genau. Und es ist so eine spannende, aber dennoch gleichzeitig super schwierige Aufgabe für uns hier in unserem menschlichen Sein, mit unserem irdischen, fleischlichen Gedanken an dem Körper, der meint, er sei das. Aber die große, große Veränderung, die kommt schrittweise. Sie kann auch spontan kommen, aber dieses schrittweise nicht aufzugeben und sich führen zu lassen und sich leiten zu lassen, ist so, so wichtig. Und für mich, ich sehe es immer wieder, mein Körper für mich ist wirklich mein Lehrer. Und bis ich das anerkannt habe, das hat sehr lange gedauert, war auch ein bisschen qualvoll. Aber dieser Körper, der folgt mir aufs Wort. Mein Körper folgt mir aufs Wort und zwar folgt er nicht meinem logischen Denken. Weil mein logisches Denken hat ja schon lange begriffen, dass alles heilbar ist. Dass alles, ja alles, nicht nur Schnittwunden, nicht nur Geschwüre, auch Knochen, Gelenke, einfach alles heilbar ist. Das hat mein logischer Verstand, hat das ja gewusst. Aber mein Körper hat so lange gebraucht, bis er das mehr und mehr, immer wieder mehr und mehr akzeptiert hat und mehr akzeptiert hat. Und es war wirklich ein Kampf zum Teil, bis dieser Körper, wie ich eben vorher gesagt habe, dieser Körper dieses Gefühl angenommen hat und diese Wahrheit angenommen hat, trotz allem, was ich im Logischen geglaubt habe, habe ich trotzdem noch dieses menschliche, irdische, medizinische Wissen noch gehabt. Und dann ist es immer in zwei Richtungen gegangen. Na, klar kann alles heilen, klar kann alles gesund werden. Logisch, wenn es so ist, das Göttliche ist gesund, das Göttliche ist perfekt. Mein göttliches, spirituelles Wesen hat keinen Fehler. Ergo hat mein Körper auch keinen Fehler.
Aber solange das eben in dieser Logik bleibt, gibt es wenig Manifestation. Und erst wenn es in dieses wahre, tiefe Wissen reingeht, ja, und es ist so wie so ein Einsickern in den Boden, immer mehr, stetiger, wie heißt es, Tropfen höhlt den Stein, ja, der Körper ist wie der Stein, und diesen stetigen Tropfen, den es braucht, diesen immerwährenden stetigen Tropfen, bis es weniger und weniger, bis die Opposition kleiner und kleiner wird und bis eben die neue Realität implementiert worden ist und du die neue Realität verkörperst, ob schon es noch nicht hundertprozentig sichtbar ist. Und das ist dieses Zickzack, ja, das ist dieses Vorwärts und Zurück, und ich sehe es ja noch nicht, aber ich verkörper es ja doch schon, aber ich sehe es noch nicht, also verkörper ich es doch noch nicht. Ja, diese Zwiespalt die ganze Zeit, der hält halt auf. Aber das macht da nichts, ja, das macht alles, macht es nichts. Es reicht, wenn man es erkennt, es reicht, wenn du das für dich erkennst und dich dann eben nicht beurteilst und einfach sagst, das ist Teil des Spieles, das ist Teil der Transformation, das gehört einfach dazu. Und du trotz alledem immer weiter diese göttliche Wahrheit und diese göttliche Kraft in dir nährst und vergrößerst. Darum geht es ja, dass du deinem göttlichen Sein immer näher kommst. Und letztendlich sind die Manifestationen, sei es Geld, sei es Gesundheit im Außen, eine logische Konsequenz dessen, was du bist und was du in dir mehr und mehr verstärkst und mehr zulässt. Und da geht es nicht um ein Ankommen letztendlich, ja. Und je mehr du da diese Schwere rausnimmst und diesen Druck rausnimmst und einfach akzeptierst und diesen Widerstand rausnimmst, weil es jetzt noch nicht im Außen sichtbar ist. Dieser Widerstand ist erstens mal sinnlos, zweitens mal bringt dir das nichts und drittens mal, jedes Mal, wenn du in Widerstand gehst, bist du einfach in einer falschen Gedankenwelt. Und dann kannst du da rauskommen. Du merkst es sofort. Widerstand ist ätzend. Ja, ist nicht schön. Fühlt sich einfach widerständig an. Genau. Und das war jetzt so eigentlich das, was ich mit euch teilen wollte. Und jetzt darf halt jeder lernen, was das Leben hier auf Erden für jeden selber bedeutet. Und lernen und wählen und wissen, woraus kann ich wählen, aus allem, ich kann aus allem wählen, ja, also was wähle ich denn letztendlich, was wähle ich immer wieder, ja, das ist ja immer wieder wählen, ich wähle jeden Moment neu, jeden Moment kann ich neu wählen, und das ist dieser goldene Moment, ja. Das ist das, was damit gemeint ist, der gegenwärtige Moment, der dir immer wieder die Frage stellt, was willst du gerade, was wählst du gerade? Das ist immer wieder die Frage, welche Wahl hast du getroffen? Und die Wahl triffst du unabhängig von dem, was ist. Die Wahl triffst du, weil du weißt, dass es in diesem Moment die richtige Wahl ist. Und diese Wahl, die ist nie falsch, wenn du weißt, dass sie richtig ist, ja, weil du entscheidest, ja, du bewertest. Und wenn du eine Wahl triffst und sagst, die Wahl ist die richtige, dann ist es die richtige Wahl. Aber wenn du eine Wahl triffst, wenn du eine Entscheidung triffst und dann anfängst zu werweisen, heißt es auf Schweizerdeutsch, also hin und her zu denken und zu sagen, ja, stimmt, das war es doch nicht richtig, immer wieder hinterfragst, ja. Auf jeden Fall, dann wird die Wahl zu dem, was du aus der Wahl machst. Ja? Du triffst eine Wahl, du triffst eine Entscheidung, und wenn du diese Entscheidung zu etwas Schlechtem und zu etwas Falschem machst, dann ist die Entscheidung schlecht oder falsch. Und wenn du die Entscheidung triffst und sagst, die ist gut, die ist richtig, die ist aus meinem Inneren, aus meinem Herzen, aus meinem Göttlichen, die ist richtig. Und wenn ich 100.000 Mal einen Gedanken kriege, vielleicht ist sie doch nicht richtig, dann schiebe ich diesen Gedanken weg und weiß, dass diese Entscheidung, diese Wahl richtig ist.
Und wenn du dran denkst, wie oft, wenn du Entscheidungen hinterfragt hast, dann hast du dir das Schönste, was du entschieden hast für dich, einfach wieder madig gemacht, schlecht gemacht. Und das ist doof. So schön und klar, lassen ist gleich Besitz wie ein Samen der Pusteblume, der loslassen ist gleich wie der Besitz. So wie ein Samen der Pusteblume, der losfliegt, hatte ich gestern aufgeschrieben. Genau, weil diese Wahrheit, die ist in uns allen drin und unser Job ist, uns so oft wie möglich mit dieser Wahrheit zu verbinden und sie zu erkennen und nach ihr zu leben. Und jedes Mal, wenn wir vergessen, danach zu leben, weil wir andere Konditionierungen in unserem Körper haben, wählen wir wieder neu. Ist nichts passiert. Nichts Schlimmes ist jemals passiert. Alles ist eins, alles ist richtig, alles ist großes Bewusstsein, in dem ich schwimme und permanent neu wähle. Genau. Das war mein Wort zum Sonntag. Nicht so geplant, aber doch so entwickelt hat sich das, doch so erscheint es. Ja, hört euch das noch ein paar Mal an, dieses Video. Es kommt nicht aus meinem geistigen Schatz, aus meiner logischen Intelligenz. So schlau ist die nicht, diese logische Intelligenz. Danke für die Herzchen. Aber jedes Mal, wenn ich in diese göttliche Intelligenz reingehe, dann kommen so Sachen raus. Und dann muss ich meiner logischen Intelligenz ganz, ganz oft das klar machen. Obwohl es aus mir rausgekommen ist, obwohl ich es hier aufgeschrieben habe, ich selber, ist es nicht gewährleistet, dass ich permanent, bedingungslos danach lebe. Ja, es ist einfach so. Danke für euch, danke Ursula. Ja, ihr Lieben, ich freue mich riesig am Dienstag. Ich kann es schon gar nicht mehr erwarten auf unser nächstes Coaching von Divine Money. Es ist alles Divine Money. Hier geht es um Divine Money, weil Divine Money ist die Wahl. Und die Liebe und die Bedingungslosigkeit. Und ich freue mich riesig auf euch. Und wir sehen uns ganz bald. Ich freue mich auf eure Posts, für die im Programm sind, Divine Money. Ganz viele Videos machen, ganz viele göttliche Impulse teilen. Weil unser logischer Verstand braucht ganz viel davon. Sonst holt er sich sein Zeug im Außen und kreiert BS. Das will ja keiner, oder? Also ihr Lieben, habt einen schönen Sonntag und bis dann. Tschüssi.